Ältester der Bruderschaft der schwarzen Kaninchens. Das ist schon ein mieser Boss, beziehungsweise es sind ja vier insgesamt, die ihr besiegen müsst. Ja, blocken auf jeden Fall super gut, wenn er diese Vierer-Schlag-Kombo macht, beziehungsweise Dreier-Schlag-Kombo, wo er das Schwert so nach unten haut, geht er einfach nach links, weicht da aus. Ihr könnt da mit normalen Ausweichen jeden Schlag ausweichen, prinzipiell. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt die ersten paar Schläge blocken, bis er rot wird. Und bei dem roten, den weicht ihr einfach aus. Dann habt ihr die Möglichkeit, da immer richtig schönen starken Angriff hinten rein zu ballern. Ja, und wenn dann die Kleinen kommen, auf jeden Fall auch sehr, sehr gut von hinten angreifbar mit einem Todesschlag. Also lasst die rankommen, geht einfach rechts rum. Dann ergibt sich auch die Gelegenheit, dass ihr einen Todesschlag gegen die machen könnt. Wie gegen die ganzen anderen normalen menschlichen Charakter, die ich schon besiegt habe. Haut recht gut Damage rein und ja, ist halt wesentlich entspannter. Wenn ihr dann den Dicken irgendwie hört, dass er angerannt kommt, das hört man ja immer, dann weicht einfach ein paar Mal aus. Das funktioniert eigentlich auch schon ganz gut, weil manchmal, ja, seht ihr es nicht, ich habe die Kamera nicht auf den drauf, aber man kann das recht gut hören. So, ich habe das jetzt selber nicht so oft angewendet, aber hier habe ich es gemacht mit dem Todesschlag von hinten, zack. Und wenn ihr dann wieder direkt drauf geht, habt ihr den eigentlich so weit, dass er schon wieder flüchtet. Ist mir halt auch nicht sofort alles aufgefallen, ne, wenn man noch im frühen Tries ist, sozusagen. Ja. Und ansonsten hier immer probieren. Wie gesagt, jetzt kommt der rote Schlag. Da könnt ihr einfach zur Seite gehen. Ihr müsst nicht mal ausweichen drücken. Ihr könnt einfach gehen und könnt dann einen fetten Schlag auf den drauf hauen. Ganz wichtig auch, dass ihr hier die ganzen Farbe benutzt, damit ihr ja, entweder einen stärkeren Schlag auspacken könnt oder eure Waffen verstärken könnt. Ganz wichtig. So, der weiße Balken auch ganz wichtig für den Todesschlag sozusagen. Je mehr ihr blockt, desto einfacher geht es natürlich. Ist klar, ein bisschen Übungssache. So, jetzt kommt der zweite. Der ist sehr, sehr einfach von hinten zu erwischen, um den direkten Todesschlag zu geben. Diesmal war ich einen Ticken zu weit weg. Ich war aber schon hinten dran, weil er halt immer mit dem Speer nach vorne rast und da kommt man halt wirklich dann sehr, sehr, sehr einfach hinten ran. Wenn der Dicke mich ja nicht immer sofort verfolgen würde, der Gauner. So, jetzt zum Beispiel. Erster Todesschlag. Reicht dann auch fast wieder, um ihn wieder loszuwerden. Denkt dran, hier geht die Waffe auf jeden Fall recht schnell kaputt, dass man die vielleicht kurz bevor man einen von den kleinen down hat, ein bisschen repariert, weil dann ist der Dicke noch nicht so aggressiv. Ist auf jeden Fall entspannter dann. Und dann geht er wieder, macht den letzten Schlag, damit ihr euch wieder auf den Dicken fokussieren könnt mit einer guten reparierten Waffe sozusagen. Leider kann man den Dicken nicht mit so einem Todesschlag von hinten irgendwie erwischen. Ein bisschen schade. Ja, aber dann wäre der Boss auch wesentlich einfacher. Deshalb. So. Und jetzt kommt wieder das Rote. Geht wieder dann einfach zur Seite. Zack. Fetten Schlag draufhauen. Kommt immer ganz gut. Genauso wie bei dem Sprungschlag, den er dann macht. Könnt ihr auch nach vorne ausweichen. So. Und jetzt kommt der letzte, der vierte Hase schon. Und da können wir genau das gleiche wieder machen. Einfach hinter ihn probieren zu kommen. Und ja, den Todesschlag ansetzen sozusagen. Aber da ist jeder auch ein bisschen unterschiedlich knifflig, hinter ihn zu kommen. Es geht bei allen. Und wenn ihr das Blocken aber gut hinbekommt, dann. Aber es ist halt alles eine Übungssache und bis ihr jeden Schlag richtig drauf habt zu blocken, wird es ein bisschen dauern. Deswegen Todesschlag hinten rein, bumm, passt und dann direkt nochmal nachsetzen, sondern auf dem Boden liegt, dann haut er ab und dann bleibt nur noch der Dicke als letztes übrig. Ja, und macht halt wie gewohnt weiter. Der verändert seine Attacken auch nicht in dem Sinne. Was ganz geil ist, wenn er diesen Drehschlag macht und ihr blockt da jeden, kriegt er den sehr schnell in den Todesschlag.